Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Meetup. Ich freue mich, dass ich so viele bekannte Gesichter sehe und ich freue mich, dass ich auch neue Gesichter sehe. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei der IBM iX, das ist die Agenturfamilie der IBM und speziell hier der Raum, das Healthcare Experience Lab und wir wollen genau das machen, was wir heute Abend machen, nämlich über interessante Themen mit allen Beteiligten im Gesundheitssystem diskutieren, lernen voneinander, gucken, was geht noch mehr, aus den Fehlern anderer lernen und vor allen Dingen uns gegenseitig die unterschiedlichen Perspektiven auch nahe bringen. Wir haben heute das Thema DIGA und Ingo übernimmt jetzt mal und stellt das Thema vor. Ja, genau, DIGA, also ich glaube, die meisten Anwesenden wissen, was eine DIGA ist. Ansonsten kriegen wir gleich von der Monika nochmal eine kleine Einführung in die Thematik. Genau, wir haben heute mal das Thema ein bisschen anders. Letztes Mal hatten wir zwei Startups hier, die uns ins Thema eingeführt haben. Heute haben wir es mal ein bisschen anders aufgezogen. Wir wollen nämlich mal wirklich auch reingehen in die Healthcare Experience und lernen. Deswegen, Monika Rimmeler von der DIGA Factory erzählt uns ein bisschen was über die Thematik, führt uns ein in die Thematik. Wir haben einen Arzt, Alexander Loch von der HNO Praxis Nord, der selber Erfahrungen mit dem Verschreiben und dann wohl auch Nutzen einer DIGA hat. Und wir haben auch einen Patienten, der eine DIGA nutzt. Insofern wollen wir es nach einer kurzen Einführung auch ein bisschen aufbrechen und gleich in einen Austausch gehen. Auch dann gerne Fragen aus dem Publikum, um zu lernen, zu erfahren, wie das halt so ist mit den DIGAs im freien Feld, in der Realität. Und sehr viel mehr würde ich gar nicht sagen wollen. Wir legen gleich am besten los. Außer vielleicht noch so einen kleinen Teaser für den nächsten Meetup, der zusammenfällt nämlich mit der DEMEA. Das ist uns erst zufällig aufgefallen, dass unser nächster Meetup am ersten Tag der DEMEA ist. Insofern wollen wir es da auch noch mal ein bisschen aufmischen und werden uns zusammenschmeißen mit der Charité und werden da uns dem Thema Telemedizin, Telecare widmen. Mehr dann gerne auf der Webseite nachlesen. Das folgt dann alles da. Und jetzt, ich gebe dir dann am besten mal mein Mikrofon und... Genau, wir werden nach der Diskussion, dann haben wir hier auch noch Essen und Trinken, dann können wir einfach untereinander weitersprechen für das, was vorher noch nicht zu Wort gekommen ist. So. Ja, dann vielen Dank für die Einführung und die nette Einladung. Ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen was über DIGAs, um vielleicht alle so ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen. Ihr habt sicher auch alle schon von DIGAs gehört. So schnell sollte sie jetzt eigentlich nicht durch. Ich wollte keinen Patcher-Kutscher auf Steroids machen. Das waren jetzt ja nicht mal 15 Sekunden pro Slide. Weil das mache ich sonst immer gerne in meinen Veranstaltungen, Patcher-Kutschers, da freuen sich die Sprecher. Genau, zu DIGAs und wo wir denn da gerade stehen. Eine Preview hattet ihr jetzt schon, aber noch mal ein bisschen langsamer. DIGAs gehören natürlich zu den Digital Therapeutics, also digitalen Therapeutika. Das ist ein globaler Trend, ich stehe vielleicht hier mal so ein bisschen hin, der natürlich auch noch mal durch Covid sich bestärkt hat. Und das Spannende eben ist hier, wie das prognostizierte Wachstum ist, nämlich 26% pro Jahr. Und da haben wir natürlich einen signifikanten Markt, der dazu führt, dass eben Software näher an den Patienten kommt und eine digitale Therapeutika ist eben eine Software, eine digitale Lösung, die entweder in einer Therapie mit einem Arzt unterstützt oder sie vielleicht sogar ersetzt. Generell sind Digital Therapeutics nicht definiert, im Gegensatz zu DIGA, die natürlich Deutschlands Herangehensweise an digitale Therapeutika sind. DIGA steht für digitale Gesundheitsanwendung, das wisst ihr sicher alle, und sind eben softwarebasierte medizinische Produkte. Sie müssen auch eine Medizinproduktezulassung haben, entweder der Klasse 1 oder der Klasse 2a, also geringe Risiken,
Und wenn das die Software eine Medizinproduktezulassung hat, dann kann man als Hersteller eben zusätzlich, wenn man DIGA-Anforderungen erfüllt, auch beim BfArM beantragen, eine DIGA zu werden. Und diese Anforderungen sind ja natürlich nicht ganz einfach und auch ein bisschen ausführlicher. Wir sind ja in Deutschland. Und das Ziel ist auf jeden Fall, dass die DIGA nicht Telemedizin macht. Sie darf nicht nur präventiv sein. Und man muss eben mit der Technik, also mit der App, den medizinischen Nutzen erfüllen und dafür natürlich auch Evidenz vorlegen. Was wir inzwischen in Deutschland haben, also das ist das seit Ende 2019, dann gab es die erste DIGA, dann Mitte, Ende 2020 und seitdem haben wir 44 DIGAs. Ihr seht bei der kleinen Linie, dass die inzwischen auch ja, gestiegen sind natürlich. Und dann gibt es eben die Unterscheidung, dass man sich erst temporär registrieren kann, also eine temporäre Zulassung beim BfArM beantragt. Da haben wir 28 DIGAs inzwischen oder dann eine permanente Zulassung. Das kann man entweder direkt beantragen oder nach dem Jahr der vorläufigen Zulassung kann man dann eine Studie nochmal machen und dann wird man fest zugelassen. Vielleicht auch interessant für euch, derzeit gibt es 129 provisorische Anträge, die beim BfArM liegen und 36 permanente Anträge, die das BfArM zu bearbeiten hat. Jetzt nur im DIGA-Bereich, DIPAS, also digitale Pflegeanwendung, kommen ja auch noch hinzu. Genau, und insgesamt wurden auch schon 88 Anträge wieder zurückgezogen, wo der Antragsteller, der Hersteller eben gemerkt hat, dass vielleicht die Anforderungen nicht erreicht werden, dass man nochmal was nachbessern sollte, dann besser zurückziehen, nacharbeiten und neu einreichen. Im Durchschnitt kostet eine DIGA, die immer so auf 90 Tage verordnet wird, 444 Euro. Eine Schnapszahl, die sich hier ergeben hat im Durchschnitt. Und die permanent zugelassenen ist der Durchschnitt pro DIGA für 90 Tage 215 Euro. Und derzeit haben wir 203 Verschreibungen, wenn eine DIGA eben auch verschrieben werden muss. Wenn wir uns anschauen, wo die Schwerpunkte sind bei DIGAs, dann sind wir klar im mentalen Bereich mit 12 vorläufig zugelassenen und 11 permanent zugelassenen. Das ist ein großer Anteil der 44 DIGAs. Und das andere seht ihr hier, teilt sich so ein bisschen auf. Interessanterweise haben sich auch Hersteller herausgebildet, die sich ja, darauf fokussiert haben, DIGAs zu entwickeln. Da haben wir mit Gaia haben wir einen Anbieter, der schon 7 DIGAs auf den Markt gebracht hat. Hello Better hat schon 6 DIGAs auf dem Markt und Selfie P4. Und dann haben wir eben 27 andere Hersteller, die eine, manchmal auch 2 DIGAs auf dem Markt haben. Wenn wir uns noch ganz kurz anschreiben, wie sich so die Verschreibungen entwickelt haben, dann können wir sagen, im ersten Jahr, also 2020 und 2021, hatten wir nur 50.000 Verschreibungen. Im zweiten Jahr, 2021/22, war es dann schon besser mit 150 Verschreibungen. Und von diesen ganzen Verschreibungen sind 66% der Verschreibungen von den Top 5 Anbietern. Die seht ihr hier auch, also Zanadio mit Adipositas, Vivira mit Rückenschmerzen, Calmeda, über die sprechen wir nachher noch, Tinnitus, Somnio, Schlafstörungen und eben M-Sense Migräne. Und hauptsächlich werden DIGAs mit 89% durch Ärzte verschrieben und nur 11% durch Krankenversicherungen. Und von diesen Ärzten ist nochmal die Mehrheit Hausärzte, die die DIGAs verschreiben, was denke ich auch Sinn macht, weil die natürlich immer noch und sicher auch weiterhin das Einfallstor für die Patienten zur Versorgung sind. Genau, und in die Conclusions gehen wir nicht rein, das machen wir in der Diskussion. Und damit wollte ich eigentlich auch das kurze Impuls schon abschließen. Genau, wir wollen es eigentlich dann auch gleich öffnen. Am liebsten natürlich jetzt mal so die Perspektive, jetzt wissen wir, was es ist und wie es in den Markt gekommen ist, aber jetzt, wie kommt es zum Patienten? Insofern gerne mal die Frage an Alexander Loch. Vielleicht grundsätzlich, wie bist du eigentlich überhaupt zu DIGAs gekommen und hast du es für dich entschieden, es zu verschreiben? Also das ist ja auch ein Weg, den noch nicht so viele Ärzte gehen. Wie war für dich der Weg zu einer DIGA als ein Mittel in deiner Therapie?
Ja, musste ich mal einen Moment auch nachdenken, ist jetzt schon ein bisschen her. Also ich glaube, dass ich das erste Mal von DIGAS gehört habe, im Rahmen von einer Initiative, die hieß damals Zukunftspraxis von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und da wurden verschiedene Projekte vorgestellt. Und da konnte man sich als Praxis bewerben für ja, verschiedene Softwareanwendungen. Und da waren eben auch DIGAS mit dabei. Ich glaube, damals bin ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und habe dann eben auch gesehen, dass auch in meinem Fachgebiet in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde eben schon eine App gibt, die das anbietet. Dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt und vielleicht auch bei Kollegen mich mal umgehört. Damals war das noch gar kein Thema. Dann tauchte das so langsam auch in den Fachzeitschriften auf, mal mit Werbung. Und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, das einfach auch mal selber auszuprobieren. Habe mir dann halt mal so eine Probeversion runtergeladen. Das gibt es bei dieser Calmeda-App ja. Und fand es eigentlich ganz gut oder sogar überraschend gut, ehrlich gesagt, wie das umgesetzt ist. Also Tinnitus ist ja auch so ein bisschen ein spezielles Thema, also für Patienten, auch für viele HNO-Ärzte, weil es ja vielleicht nicht so ein leichtes Thema ist, weil es ja gar keine oder nicht viele gute Therapien dafür gibt. Also es gibt eigentlich gar keine wissenschaftlich anerkannte Therapie, die die Erkrankung oder das Symptom heilt. Die einzige Therapie, die nachgewiesen ist, die eben auch eine Linderung verschafft, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Und diese Art von Therapie ist eben auch in dieser App verbaut sozusagen. Wobei, soweit ich weiß, es eben bei der Calmeda-App auch so ist, dass eben die Anmeldung für die DIGA gemacht hat, aber der wissenschaftliche Nachweis der Evidenz noch nicht erbracht ist bisher. Also ich glaube, so funktioniert das ja bei den DIGAs, man kann sich erstmal anmelden und muss dann sozusagen den wissenschaftlichen Nachweis später erbringen. Und es steht noch aus, ich habe jetzt heute auch nochmal extra mit dem Tinnitus-Zentrum in der Charité telefoniert und mich ja auch nochmal erkundigt, was deren Meinung so ist. Und das war, sage ich mal, von deren Seite auch der Hauptkritikpunkt, dass das eben noch nicht erbracht ist. Also wir behandeln, ich bin jetzt in der Praxis mit 3 ärztlichen Kollegen, wir behandeln so 4.000 bis 5.000 Patienten pro Quartal, ungefähr 800 bis 1.000 Patienten mit Tinnitus im Jahr. Und dann muss man noch sagen, gibt es ja verschiedene, also Tinnitus ist jetzt erstmal allgemeiner Begriff, aber es ist ja nicht eine einheitliche Erkrankung. Es gibt, sage ich mal, Patienten, die eben nur ganz geringe Symptome haben, die wahrscheinlich auch gar keine Therapie brauchen. Also man unterscheidet insgesamt 4 Schweregrade. Dann eben welche mit etwas mehr Leidensdruck, mit noch mehr bis hin zu Grad 4, wo dann einige Patienten sogar suizidgefährdet sind, weil sie so extrem unter diesem Ohrgeräusch leiden und vielleicht da auch in Kombination noch mit Depressionen. Und von daher muss man natürlich auch immer gucken, welche Patienten sind überhaupt geeignet dafür. Also Grad 1 und Grad 4 sicher nicht, wahrscheinlich am ehesten Patienten mit Tinnitus Grad 2. Und dann muss man immer noch mal schauen, ob das jetzt eben auch Menschen sind, ja, die vielleicht auch eine gewisse Affinität überhaupt zur digitalen Anwendung haben. Also ich persönlich, wir haben halt solche Flyer von der App und ich gebe die relativ viel raus und sage dann eben auch, gucken Sie es mal an. Und wenn Sie meinen, man kann eben auch eine Pro-Version runterladen und wenn Sie meinen, es ist was für Sie, dann verordne ich Ihnen das auch. Aber die Nachfrage ist bisher nicht sehr hoch und ich glaube, bisher hat mich sogar nur ein einziger Patient von sich aus darauf angesprochen. Und einen Patienten haben wir aber heute hier, der auch ein bisschen was darüber berichten kann. Ja, vielleicht schließen wir dann an der Stelle gleich an. Vielleicht kannst du dann auch noch mal kurz berichten und dann springen wir wieder zurück noch mal so in die Entwicklung. Aber das passt jetzt vielleicht ganz gut. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage an dich vorab. Wie wichtig, du sagtest gerade, dass die Charité auch da den Kritikpunkt hatte, dass das nicht wissenschaftlich nachgewiesen oder noch keine Evidenz vorliegt. Ist das für dich auch wichtig oder ist es, sind für dich Kriterien für eine, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt mit rein oder sagst du, es ist auch erstmal interessant, ich probiere es einfach mal aus oder was sind da die Kriterien? Ja, also ich komme ja selber auch von der Charité und war da lange und jetzt bin ich aber auch schon lange niedergelassen und dann ändern sich, sage ich mal, auch die Einstellungen ein bisschen. Also ich meine, ich finde Wissenschaft toll und finde auch toll, wenn was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Für mich persönlich ist es jetzt aber im Alltag nicht so der entscheidende Punkt. Also mich interessiert viel mehr, wenn ich das jetzt einem Patienten gebe, kriege ich dann positives Feedback.
ja, es ist, wie gesagt, auch ein neues Thema, aber es ist, sage ich mal, auch schwierig, weil eine DIGA ist ja letzten Endes oder soll ja auch sowas sein wie ein digitales Medikament. Und die Anforderungen an Medikamente sind eben ja sehr, sehr hoch in Deutschland, auch was Studien angeht. Und von daher, ja, empfinden das vielleicht auch manche als unfair, dass vielleicht zum Beginn bei den DIGAs die Anforderungen nicht so ganz hoch waren. Also das war jetzt jedenfalls das, was ich so wahrgenommen habe von meinen Kollegen aus der Klinik. Für mich ist es jetzt nicht so ein entscheidender Punkt. Also ich würde mich jetzt selber als sehr digital affin bezeichnen und finde es ein spannendes Thema und bin auch bereit, erst mal ein bisschen was auszuprobieren. Ja, das ist vielleicht auch das gute Stichwort an dich, Gabriel. Vielleicht magst du mal kurz schildern, wie du an die DIGA gekommen bist und was deine Erfahrung war, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, und was vor allen Dingen dein Fazit auch daraus war, vielleicht so für die eigene Therapie. Voll, also ich habe so seit 10 Jahren Tinnitus und habe jetzt vor ein paar Jahren, erst seitdem es die App gibt, dann eigentlich mehr durch einen Zufall von meinem HNO-Arzt die empfohlen bekommen und habe die dann ausprobiert. Tatsächlich, um den Kontext zu liefern, so wurde es dann so ein bisschen obsolet, die zu benutzen, weil ich gleichzeitig eine Verhaltenstherapie angefangen habe und wie du eben schon erwähnt hattest, ist das eben großer Teil auch der App. Ganz generell finde ich es super, weil auch so langfristig, man kann sie dann für einen geringeren Betrag eben nicht von der Krankenkasse übernommen, weiter nutzen, was ich eigentlich schön finde. Und generell fand ich super, weil es eben viele Bereiche abdeckt, irgendwie die in so einem Umgang mit dem Tinnitus irgendwie wichtig sind. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich äußern würde, der mich auch irgendwie oder es für mich logisch machen würde, warum es andere irgendwie jetzt nicht so überzeugend finden, ist die Aufmachung, weil die einfach nicht so attraktiv ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging damit, aber ich fand den nicht so, dass ich das jeden Tag benutzen möchte. Willst du da kurz antworten direkt? Weil du hast ja eine andere Erfahrung gemacht oder hattest du es anders gefühlt? Ja, ich muss mich jetzt auch noch mal kurz erinnern, aber ich denke, dass ich weiß, was du meinst. Also, ich sag mal so, wenn man Apps benutzt, dann haben die ja heutzutage auch einen gewissen Stil und sage ich mal, dass vielleicht einfache Fragen in großen Schriften auch gestellt werden, sodass man sich leichter angesprochen fühlt. Und in den Apps ist es jetzt vielleicht tatsächlich noch ein bisschen ein Tick zu wissenschaftlich. Okay. Und das hat mir jetzt. Wie eine App, die halt auch irgendwie, du kannst eine Steuererklärung machen. Ja. Also mich hat es jetzt in der Anwendung nicht so gestört, aber ich glaube, ich kann verstehen, was du meinst. Ich glaube, okay. Für einen Alltag ist dann. Aber das ist doch super, da gebe ich jetzt gleich mal an Monika weiter. Was sind die Do's and Don'ts bei der Entwicklung so einer App? Wir haben ja jetzt schon einen interessanten Punkt, eine breite Nutzergruppe. Wie wird man der gerecht? Die Do's und Don'ts ist natürlich jetzt sehr allgemein. Sehr allgemein, ja. Weil ich meine, du hast jetzt ein paar Stichworte gehört vielleicht. Ja, genau. Die App muss wirklich gut durchdesignt sein. Layout idealerweise auch, aber vor allem, wir müssen ja mit der App technisch den medizinischen Nutzen nachweisen. Es muss klar sein, dass der Patient, der eine gewisse Krankheit hat und dann dem es dann besser geht, hoffentlich auch durch die App, dass der eben eine positive Veränderung in seiner Krankheit hat. Und das muss durch diese App, durch die Funktion in der App geschehen. Und natürlich ist so eine DIGA auch eine digitale Verhaltenstherapie, weil das sind Krankheiten, das sind Konditionen, an denen man arbeiten muss. Und es ist natürlich einfacher, eine Pille zu schlucken, da hat man auch deutlich weniger Stress. Man muss vielleicht auch seinen Lebensstil nicht ändern. Aber mit der DIGA macht man das natürlich nachhaltiger. Es ist aber auch härter und es geht länger, weil man da wirklich mit sich und seiner Krankheit arbeiten muss und sich damit befassen muss. Und das muss natürlich so aufgebaut sein, dass der Patient da auch Lust dazu hat und sich da angesprochen fühlt, dass er das auch versteht, dass er abgeholt wird. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil jeder ein anderes Ausgangslevel hat und man dann vorankommen muss. Also das Design, die Funktionen sind natürlich super wichtig. Sie müssen auch dann in der Studie die Endpunkte beweisen. Und zum Thema Evidenz auch. Die Evidenz ist aus meiner Sicht da und auch schon bei der vorläufigen Zulassung muss man eine Nutzenauswertung mitliefern, man muss eine Literaturrecherche mitliefern, also man beruht sich auf andere Studien, die es schon gibt, und dann hat man eben, wenn die Evidenz
positiv gesehen wird und vom BfArM positiv bewertet wird, bekommt man die vorläufige Zulassung. Und dann hat man ein Jahr Zeit, eben eine größere Studie zu machen und dann auch den medizinischen Nutzen nachzuweisen. Sonst bekommt man die permanente Zulassung nicht und wird wieder aus dem DIGA-Register gestrichen. Das waren auch schon 5, denen das passiert ist. Genau, also bei der DIGA ist es eben wichtig, dass nicht nur die Funktion da ist und das irgendwie funktioniert, sondern der Patient muss sich damit befassen wollen, er muss an sich arbeiten wollen, er muss damit in Kontakt bleiben. Und das muss natürlich berücksichtigt werden in der Entwicklung und dann die Entwicklung selber. Ich glaube, das Innovativste an der DIGA ist die Erstattungsmöglichkeit. Das ist das erste Land weltweit, wo es diese Apps auf Rezept gibt, wo man mit einer digitalen Gesundheitslösung einen festen Business Case rechnen kann, den man vielleicht bald auf Europa noch hochskalieren kann. Daher, ich glaube, das ist das Innovative an der DIGA. Die Lösungen selber sind jetzt nicht technisch super komplex und sind nicht durch KI mit unterstützt, also vielleicht leichte, aber wenn man es genau nimmt, ist das vielleicht nur Data Analytics, was auch schon gut ist, was eine Verbesserung ist. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, ich bin ein großer DIGA-Fan, aber technisch ist das nicht super komplex und kompliziert. Und ich glaube, da ist die Schwierigkeit auch für kleinere Unternehmen, für Startups, die oft auch total Purpose-getrieben sind, weil sie vielleicht selber an der Krankheit leiden oder sich damit eben befassen, da ist das schon mal schwierig, die DIGA-Anforderungen zu erfüllen. Und vielleicht für ein größeres, für ein globaleres Unternehmen, da muss man aufpassen, dass die App nicht zu kompliziert und zu komplex machen, gerade wenn sie selber entwickeln, weil sie das natürlich könnten. Und dann kann man auch ganz viele zusätzliche Funktionen mit dazu machen, aber dann wird die DIGA zu groß und zu unübersichtlich und ja, geht über die DIGA-Anforderungen hinaus. Das muss man dann ja auch nicht. Und ich glaube, das ist die Komplexität, dass wir sehr unterschiedliche Akteure haben. Wir haben sehr unterschiedliche Krankheiten, die eine andere Verhaltenstherapie brauchen. Und das muss eben in eine App, die dann auch den Nutzen bringt, dass sie dann auch vergütet wird. Weil wenn sie den Nutzen nicht bringt, dann sollte sie natürlich auch nicht vergütet werden. Vielleicht würde ich jetzt gerne schon mal zulassen, ob ihr schon Fragen habt. Aber da sehe ich ja schon. Dann mache ich jetzt hier mal die... Hi, Inga Bergen. Gabriel, ich habe eine Frage. Hast du die DIGA denn zu Ende benutzt? Hat die dir was gebracht? Was hat die gebracht? Das würde mich interessieren. Tatsächlich habe ich sie nicht zu Ende benutzt. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, weil es schon echt ein Weilchen her ist, wie lange die verschrieben wird. Weißt du das gerade aus dem Kopf? Für was für einen Zeitraum? Ein Quartal, ja, das haut hin. Weil ich dann eben die Verhaltenstherapie angefangen habe. Aber ganz generell fand ich es schon gut. Was war noch genau die Frage? Wie gesagt, die Aufmachung war das, was mich, glaube ich, am Ende nicht überzeugt hat. Aber ganz generell wünsche ich mir so eine App. Und ich finde es generell cool, wenn da irgendwie mehr investiert wird und in die Richtung gemacht wird, weil ich davon großen Nutzen hätte, als jemand, der eine Krankheit hat, die safe nicht mehr weggehen wird und ich einfach einen Umgang damit finden muss. Und nee, ich finde es eigentlich gut. Ja. Was hat dich besonders, oder was hat dich daran, was hat dir gefallen, wenn du jetzt mal sagst, oder was hat dich, gefallen ist echt blöd, was hat dir geholfen, jetzt nochmal als Gegensatz, du hast gesagt, das war, die Aufmachung war nicht so catchy, aber dieses kontinuierlich irgendwas tun können, oder was war? Voll, ich glaube, bei Tinnitus ist es gerade auch wichtig, dass man viel in so Routinen reinkommt und Konstanten bildet, die generell mehr Ruhe und Stressfreiheit irgendwie ermöglichen. Und da hat die schon sehr gut geholfen, dass es einfach irgendwie immer tägliche Ziele gibt, die selber ein bisschen definierbar sind, im Sinne von zu welchem Extent macht man sie. Aber ich fand es, weiß nicht, hat mir gut getaugt, irgendwie so täglich so meinen Space zu haben. Diese halbe Stunde bin ich halt nur in dieser App. Das ist wie eine Art von digitale Meditation, das klingt weird, aber ja. Nächste Frage. Danke. Michael von Blanquet, Gründer und Präsident von The Health Captains Club. Ich wollte gerne das Medizinstudium in einer Minute durchführen. Das ist nämlich was Einfaches. Medizin ist häufig und selten ist selten. Und jetzt wird durch die Technologie das Seltene häufig,
also präzise behandelbar. Meine Frage zielt nicht auf die Digas, die es heute schon gibt, sondern die, die es nicht gibt. Es gibt also maximal vielleicht 15 relevante Krankenkassen in Deutschland, also alle, die mehr als 1 Million Versicherte haben. Alle anderen sind nicht relevant. Es gibt maximal 150 relevante Krankenhausträger, die mehr als 2/3 des Gesamtmarktes schon ausmachen. Wer macht den Masterplan für Digas? Das heißt, klärt die Frage, welche Digas werden gebraucht, um nicht ein paar Fälle, wir reden hier von Millionen von Fällen, zum Patientennutzen mit neuen Technologien zu behandeln. Ich glaube, das ist eine Antwort, also das ist eine Frage, die steht im Raum. Und ich glaube, die sollten auch diejenigen, die eine DIGA produzieren wollen, die Unternehmer werden wollen, aber auch eine internationale Institution wie IBM, gemeinschaftlich beantworten. Ich sehe keinen Masterplan. Oder bin ich ganz schlecht informiert? Ja, Monika, genau. Vielleicht kannst du da ein bisschen helfen. Also ich habe da jetzt auch keine Antwort darauf, aber nein, es gibt natürlich oder es gibt keinen Masterplan, welche Digas wann durch wen entwickelt wird. Das ist derzeit freier Markt. Wenn ein Unternehmen in eine Diga investieren möchte und dann diese entwickelt und die Evidenz erbringt, dann wird sie zugelassen, wenn die Zertifizierungsbehörde denkt oder weiß und sieht, dass das erfüllt wird. Strategisch gesehen stimme ich völlig zu, dass es durchaus sinnvoll ist, Digas für Krankheiten auch bewusst zu entwickeln, die vielleicht nicht so häufig sind, wo es weniger Therapien gibt. Ich glaube, das wird dann aber auch schwierig. Es muss sich natürlich auch finanziell lohnen in der Entwicklung und auch für die Kassen, für den Patienten, dass auch wirklich die Versorgung, die Gesundheit verbessert wird. Und da müssen wir vielleicht auch alle noch zusammen lernen, welche Digas genutzt werden, was davon am meisten bringt, um dann langsam in die komplizierteren Krankheiten auch vorzuschreiten, die da vielleicht auch komplexer sind. Und wir müssen natürlich auch schauen, um welche Krankheiten geht es und was kann die Diga dann, was macht sie, wie sehr greift sie in die Therapie ein, weil derzeit ja nur Klasse 1a, Klasse 1 und 2a Digas werden können und jetzt nicht die vielleicht tiefgreifenderen Medizinprodukte, wenn wir dann über Klasse 2b oder 3 sprechen. Und für IBM kann ich natürlich nicht sprechen, das müsstet ihr selber machen. Ja, ich glaube, ich kann da jetzt auch nicht die Antwort geben, aber was schon wichtig ist, dass man eben guckt, in welchen Bereichen und auch tatsächlich berät, dass man das Feld der kontinuierlichen Begleitung abdeckt und auch erstmal, ich meine, wir sind im Moment, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch noch damit beschäftigt, Infrastruktur zu bauen, um überhaupt, wir hatten das vorhin im Gespräch auch kurz, die Ergebnisse, die so eine DIGA bringt, überhaupt dann einem Arzt zur Verfügung zu stellen, der dann drauf gucken kann. Ja? Also auch so dieses, wenn ich irgendwie die Fortschritte in einer Begleitung habe, wie komme ich zu dem Ergebnis, ja, also das, da sind wir ja noch wirklich am Groundworken sozusagen, dass wir wenigstens so Elemente wie EPA oder E-Rezept wie die Verschreibung und die Nutzung tatsächlich überhaupt erstmal in die Fläche bringen. Aber wir sind da dran, wir würden uns freuen, dass mehr größere Unternehmen bereit sind, in diese DIGA-Welt einzusteigen und das auch das, was Sie aus dem Produktbereich kennen, in Software zu übersetzen. Mich würde auch nochmal interessieren, was hält Unternehmen davon ab? Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so ein Pharmaunternehmen hätte, würde ich sofort DIGAs bauen. Also, ja, also was mir dazu gerade dazu noch was sagen, aber vielleicht erstmal noch zu genau der Frage, was hält Unternehmen davon ab, eine DIGA zu bauen? Das hatte ich nämlich gerade in einem Gespräch, weil ich auch ein anderes Startup bei mir in der Praxis hatte, die auch eine Gesundheitsanwendung gebaut haben und die sich ganz bewusst dagegen entschieden haben, daraus eine DIGA zu machen, weil sie eben den Eindruck hatten, die haben schon ein gutes Produkt, das läuft, die können das auch so an den Mann bringen und dass die Anforderungen aber sehr hoch sind, eben jetzt das mit Studien nachzuweisen. Also da geht es jetzt speziell zum Beispiel um eine App,
die unterscheiden soll, ob Schnarchen halt harmlos oder gefährlich ist, also die Anzahl von Atemaussetzern aus dem Schnarchgeräusch rauslesen mit einer KI. Und die haben sich jetzt ganz bewusst dafür entschieden, dass sie das eben so anbieten, dass man das als Patient selber kaufen kann. Dann bezahlt man eine gewisse Nutzungsgebühr für 6 Monate, weil sie eben glauben, dass sie dadurch jetzt im jetzigen Stadium viel schneller wachsen können, als wenn sie jetzt diesen ganzen Prozess erst durchlaufen. Ja, aus Unternehmenssicht macht das wirklich Sinn. Man muss seine Lösung anschauen, muss auch schauen, wie viel muss man da vielleicht noch anpassen, ändern oder auch rausnehmen, dass man DIGA werden kann. Dann dauert das ja auch ein bisschen. Ihr habt gesehen, das BfArM hat ein bisschen was zu tun und dann sind die Prozesse natürlich auch länger. Und dann ist die Frage, und da sehen wir jetzt auch bei manchen DIGA-Anbietern, also zertifizierten DIGAs, ja, die verschreiben sich auch nicht von alleine. Und da dann auch wirklich nochmal Marketing, Werbung zu machen, sicherzustellen, dass die Ärzte auch wissen, dass es die DIGA gibt, dass die verschrieben werden kann. Vielleicht auch direkt auf Patienten direkt oder über Fachgesellschaften zuzugehen, dass die Patienten das auch bei ihrem Arzt einfordern oder sich zumindest informieren. Also da muss schon noch was gemacht werden. Und jetzt nur als DIGA zugelassen zu sein, das sichert halt leider den Business Case nicht. Und schlussendlich sind das auch Unternehmer, die unternehmerische Entscheidungen treffen und die müssen sich natürlich lohnen. Und da kann Selbstkostenbasis eine Möglichkeit sein, da können Selektivverträge oder andere Sachen eine Möglichkeit sein, dass man da einfach vielleicht auch mit beginnt und dann später nochmal eine DIGA macht. Das eine würde das andere ja nicht ausschließen. Ich glaube, rein aus gesetzgeberischer Sicht oder auch aus Gesamtmarkt betrachtet, ist das natürlich schwierig. Sobald Selbstkostenbasis ist, ist man natürlich nicht mehr im regulierten Bereich. Da werden vielleicht die Sicherheitsstandards nicht so eingehalten. Das ist dann schwieriger, aber man kann natürlich auch ein Medizinprodukt auf den freien Markt so bringen und das freiwillig machen. Das sind dann auch wieder die Sachen, da müssen wir uns auch als Gesellschaft überlegen, wie wollen wir das gestalten und welchen wollen wir auch als Patient nutzen. Ja, auch die Gesetzgebung ist ja im Moment so, dass sie noch trennt zwischen Prävention und Kuration. Ja, ich denke, viele die wirkliche Musik im Digitalen liegt ja in diesem kontinuierlichen, so dass man gar nicht mehr unterscheidet, sondern immer auf den aktuellen Status eigentlich denke. Da braucht es auch noch mal eine Öffnung an der Stelle, dass wir auch bei den, egal ob durch die Versicherer, aber auch durch die Gesetzgebung da das geöffnet wird, dass da mehr auf die Prävention auch geschaut wird oder das verknüpft wird. Ja, ja, gerne, bitte. Also als Reaktion, was ja entscheidend fehlt, die Gesellschaft, die Industrie, die Politik hat sich keine Gedanken gemacht um das volkswirtschaftliche Anreizsystem. Die DIGAs und alles, was Medizin ausmacht, bewegt sich in einem volkswirtschaftlichen Anreizrahmen. Und solange bleibt es halt leider eine Mogelpackung mit kleinen Fallzahlen. Wir können ja die Volkskrankheiten nehmen und die Möglichkeiten von digitalen Anwendungen uns mal skalierbar vorstellen, was das für Skaleneffekte hätte und Einspareffekte. Also ich freue mich auf die Umbrüche, die da auch in diesem kleinen Deutschland noch anstehen. Aber die Wahrheit ist, nirgendwo auf der Bühne sind die Volkswirte. Und ohne Volkswirtschaft wird es natürlich auch kein Anreizsystem geben. Und dann werden sich IBM und andere Unternehmen überleben oder die Pharma, ob sie möglicherweise überhaupt in diesen Markt relevant hineingehen. Und da gibt es ja so Menschen, die reden jetzt immer davon, wir sollen uns ehrlich machen. Und ich glaube, dieses Stichwort Volkswirtschaft, damit es lohnt sich, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil ohne einen solchen Anreizrahmen wird es keine Heilung geben. Und damit werden auch DIGAs keine nachhaltige Medizinprodukte in einem großen Skaleneffekt sein können. Das muss ich jetzt leider loswerden. Eckhard Endroweit, Y-Work. Eine Frage an Alexander. Ich sehe da gerade auf dem Slide hinter euch, Go-to-Market and Sales Strategy Essential, absolut naheliegend. Als Arzt, was ist deine Vorstellung, sowohl Realität, wie sie existiert, als auch idealerweise, wie die Information über eine neue DIGA zu dir kommt, inklusive der Rückmeldung, sodass du selbst als Arzt und deine Kollegen überhaupt die Chance haben, die DIGA eines neuen Startups in der Breite zu verschreiben, sodass sich der Business Case überhaupt rechnen kann? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage. Also ich hätte jetzt auch ohne die Frage vielleicht
das lag mir, sage ich mal, auch auf der Zunge, dass ich den Eindruck habe, dass der Austausch zwischen den Anbietern von DIGAs und den Ärzten viel zu gering ist. Also eigentlich würde ich sagen, sogar fast gar nicht vorhanden ist bisher. Also sonst ist es ja so, wir kennen es ja auch von Pharmafirmen, da kommen dann Vertreter zu uns in die Praxis und die kommen dann teilweise auch alle Vierteljahr und reden immer wieder über das gleiche Produkt und erinnern einen quasi auch daran, dass es das ja noch gibt. Bei den DIGAs gibt es das bis jetzt noch gar nicht. Und hinzu kommt ja auch noch, dass ja, die Ärzte eben sehr unterschiedlich sind und manche sind digital affiner, manche weniger. Und ich glaube, dass es vielen auch Angst macht, ehrlich gesagt. Also erstens, weil es etwas ist, womit sie ja in ihrem Studium und ihrer Ausbildung gar nichts zu tun hatten. Das heißt, es ist auch ein neues Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Man kennt auch den Nutzen noch nicht. Dann ist es so, dass man vielleicht auch die Befürchtung hat, wenn man sowas anbietet, dass es auch einen relativ hohen Erklärungsbedarf hat, sodass es vielleicht unter Umständen viel Zeit kostet. Und letzten Endes vielleicht auch sogar eine gewisse Angst, dass vielleicht auch ein Teil der eigenen Arbeit ersetzt wird und vielleicht auch eigene diagnostische Verfahren, mit denen man eben auch als Arzt sein Geld verdient. Also das ist jetzt zum Beispiel, ich meine, ich war da jetzt offen und ich finde es spannend, deswegen mache ich es trotzdem, aber auch bei dieser Schnarch-App ist das zum Beispiel so. Also ich biete als Arzt auch bestimmte Untersuchungen an, wo wir eben zu Hause messen können, ob die Patienten Atemaussetzer haben oder nicht. Und da kriege ich eine gewisse Gebühr für. Und wenn die App das jetzt macht, dann bin ich ja raus. Und von daher glaube ich, dass es bewusst und auch unbewusst auch eine Angst ist. Und deswegen ist es halt auch die Frage, ja, wie man diese Parteien eben auch zusammenführt. Und also ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, die Ärzte auch mit an Bord zu nehmen. Das ist bisher kaum der Fall. Und dass man auch dann auch zeigen muss, was der Arzt vielleicht auch für Nutzen davon hat. Also der muss ja gar nicht immer finanziell sein. Also wenn ich jetzt eine Pille aufschreibe, habe ich ja auch keinen finanziellen Nutzen davon. Aber ja, also einmal, dass, ja, also dass eben der Nutzen auch wissenschaftlich zumindest dann mal nachgewiesen werden sollte oder das Nahebringen an die Ärzte ist, wie gesagt, sehr gering und auch das Interesse der Ärzte würde ich bisher leider auch als relativ gering einstufen. Aber da kann man ja hoffentlich noch was dran ändern. Also um es bezahlbar zu halten, auf Konferenzen gehen, darüber sprechen, Wirksamkeit zeigen. Genau. Macht Sinn? Ja, auf jeden Fall. Danke. Ja, André Ihlenfeld, ich bin auch Kollege, ich bin Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie und beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema. Und was ich auch mal total vermisse, was ich ergänzend dazu sagen möchte, die Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften. Also wir haben ja alle, sind alle organisiert, die Orthopäden, die Internisten, Kardiologen, HNO in Fachgesellschaften und diese Empfehlungen der Fachgesellschaften sind auch gewissermaßen bindend. Ne? Es werden Leitlinien herausgegeben und im Endeffekt ist es zwar ein langer Weg, aber ich würde mir wünschen persönlich, dass die DIGAs eben auch mehr in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften entwickelt werden, vielleicht auch als finanziell eventuell, aber dann hat man auch von vornherein auch ein größeres Vertrauen in die App, als wenn es jetzt so ein bisschen privatwirtschaftlich einfach aus einem, ja, große Benutzergruppe man erkennt, da kann man vielleicht viele Kunden, Anführungsstrichen, generieren. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Also eigentlich wäre es schöner, wenn es von den Fachgesellschaften käme. Vielleicht haben Sie da auch recht. Also auch das mit der Wirtschaftlichkeit, was Sie vorhin meinten, mit häufig ist häufig, selten ist selten, das kann ich nur bestätigen. Das ist in der Medizin, so denken wir, müssen wir auch denken, sonst wird man sich im Kleinen verzetteln. Aber ich muss dazu sagen, dass es eigentlich das Grundproblem der Privatisierung im Gesundheitswesen überhaupt ist. Ne? Sie haben erwähnt, 150 große Krankenhausträger gibt es. Die sind alle drauf aus, natürlich maximalen Gewinn zu machen. Und da geht es eben auch nicht nur im DIGA-Bereich. Leider. Es ist natürlich eine Ressourcenfrage. Ne? So ein kleineres Startup
kommt vielleicht auch gar nicht auf die Idee, mit Fachgesellschaften zu sprechen, hat auch die Ressourcen nicht. Wenn sie dann zugelassen sind, können sie natürlich auch nicht jeden Arzt leider besuchen, auch wenn sie es vielleicht wollen würden, wenn sie halt irgendwie 10 Leute sind. Ne? Aber trotzdem hast du auch recht. Also was wir bei der DIGA Factory machen, das hatte ich vorher gar nicht gesagt, ist, ne, wir begleiten größere und kleinere Unternehmen dabei, eben DIGAs zu entwickeln, mit auf den Markt zu bringen. Und das kann teilweise schon die Ideenkonzipierung sein. Manchmal haben die Unternehmen die Idee schon und wollen sie dann umsetzen. Manchmal ist es nur die Begleitung im DIGA Fast Track, also alles, was mit dem BfArM zu tun hat. Manchmal ist es nur die Vertriebsstrategie. Aber idealerweise, wenn wir alles begleiten, dann schauen wir schon in der Konzeptentwicklung für das Produkt, dass wir mit den Fachgesellschaften auch sprechen, dass wir einen medizinischen Beirat haben, die dann Feedback geben, die dann auch als Botschafter das Produkt total unterstützen, dass vielleicht auch die Studien da teilweise mitgemacht werden und dass die dann auch auf Fachgesellschaften dann natürlich von ihren Erfahrungen berichten. Das ist aber natürlich ein Aufwand, den gerade kleinere Unternehmen vielleicht nicht machen können. Die haben vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht, sonst würden sie es vielleicht machen. Und ich glaube, das setzt sich auch immer mehr durch. Ne? Der Markt ist 2,5, 3 Jahre alt. Daher lernen wir auch alle und entwickeln uns weiter. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass die Ärzte natürlich auch eingebunden sind. Und ich glaube, mit jeder DIGA-Verschreibung, mit jedem Patienten wird es ja auch besser. Und es setzt sich weiter durch, es wird bekannter und die Ärzte, die schon eine DIGA verschreiben, sind bereiter, eine andere zu verschreiben. Und die Patienten, die eine DIGA nutzen, sind auch bereiter, eine andere DIGA zu nutzen. Ja, vielen Dank für diese Sätze. Pia Meyer, Bundesverband Internetmedizin. Ich habe diese DIGA-Entwicklung auch von Anfang an begleitet. Und wer den Arzneimittelmarkt kennt, der weiß auch, dass im ersten Jahr so ein neues Produkt auch nicht fliegt. Also das dauert eine Weile und hier haben wir nicht nur eine neue Art von medikamentöser Therapie, sondern wir haben halt auch eine ganz neue Art von Therapie. Und dass das ein bisschen dauert, bis das zum Fliegen kommt, das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, nochmal 2 Sätze zu sagen zu der Entwicklung, die wir jetzt in der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung sehen, weil sich da, glaube ich, nochmal spannende Optionen auftun. Da ist zumindest die Absicht formuliert worden, dass die DIGA besser in den ärztlichen Behandlungsprozess integriert werden sollen. Die sind im Augenblick so konstruiert, dass man das gar nicht darf. Die müssen ein eigenständiges digitales Produkt sein und hier mehr Telemedizinanteile, mehr Interaktion mit der ärztlichen Praxis, das ist eine tolle Chance. Und wir sollen DIGA mit der Risikoklasse 2b bekommen und damit werden auch erst viele unbehandelte medizinische Notwendigkeiten überhaupt erreichbar mit einer DIGA, weil bisher darf die einfach eigentlich nur informieren und begleiten, aber mit Risikoklasse 2b sind wir da, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter, dass sie auch wirklich Empfehlungen geben darf, die dann auch Einfluss auf das gesundheitliche Wohlbefinden haben. Also ich glaube, da kommt schon noch was auf uns zu. Geht da gleich mal hinten, habe aber noch eine Frage, die ich gerne auch noch mal auf dem Weg an unseren Patienten stellen wollen würde, anschließend da. Wir haben gerade gehört, es gibt Veränderungen oder beziehungsweise vielleicht Veränderungen. Gibt es Wünsche deinerseits? Also du hast ja ein bisschen deine Erfahrungen erzählt, wie du eigentlich vielleicht so eine App lieber genutzt hättest. Also die Interaktion mit dem Arzt ist ja noch nicht so vorgesehen. Gibt es da Wünsche, wie du eigentlich solche, ob es jetzt irgendwie ein Tinnitus oder vielleicht zukünftig auch einen anderen, wir haben ja gesehen, das ist gerade Verhaltenstherapie oder Verhalten an sich ist ja ein Thema für solche Apps. Gibt es da Wünsche, wie du dir eigentlich wünschen würdest, so eine App zu nutzen in der Zukunft? Nicht wirklich. Also tatsächlich jetzt in dem Fallbeispiel Kameda-App finde ich einfach nur, ich möchte die App in cool haben. Also und dann bin ich voll happy. Aber ich finde so, ich weiß nicht, Verhaltenstherapie komplett online zu machen, jetzt nach irgendwie 3-jähriger Erfahrung mit einer richtigen Verhaltenstherapie bei einer Psychologin, bin ich so, es hat halt auch seine Grenzen, was halt mit Apps geregelt werden kann und wo ich mich jetzt noch irgendwie mit wohlfühlen würde, obwohl ich relativ digital unterwegs bin. Ich habe eine Frage. Ja. Mein Name ist Gregor Schäfer, ich bin auch Arzt, ich arbeite in der pharmazeutischen Industrie, Global Medical Affairs. Mich würde ein bisschen die Beschreibung interessieren, was nach dem Jahr als ausreichend Evidenz- oder Effizienzdaten erbracht wird,
wie das dann bewertet wird. Reicht es, wenn dann da Patient-Reported Outcomes gebracht werden? Sind es digitale Messungen, die dann mit dieser App wieder erfolgen? Muss dann nur gezeigt werden, dass der Patient halt sagt, ja, ich bin eigentlich happy? Oder gibt es da schon Effizienzdaten? Ich nehme an, es wird nicht eine Head-to-Head-Comparison zwischen verschiedenen Apps geben. Es wird wahrscheinlich auch nicht placebo-kontrolliert sein. Können Sie das ein bisschen beschreiben, was da bisher gemacht wurde? Danke. Also es ist eine klinische Studie, die erbracht werden muss und auch ein RCT, also ein Randomized Controlled Trial, auch mit einer Vergleichsgruppe. Und wie viele Studien und Probanden es gibt, das hängt vom Fall ab, also was behandelt wird, wie häufig das vorkommt und so weiter. Genau, daher ist das eine Studie, die parallel zur DIGA stattfindet. Und die DIGA kann währenddessen verschrieben werden, wird genutzt, da werden natürlich auch Daten gesammelt und können anonymisiert ausgewertet werden. Es braucht aber trotzdem die klinische Studie, die RCT, die dann eben eine signifikante Verbesserung beweisen muss mit den Endpunkten, mit dem Ergebnis, dass man eben schon ein Jahr früher mit der systematischen Datenauswertung und dann dem Evaluationskonzept, das man mit einreichen muss, vorhergesagt hat und eben auch mit dem BfArM abgestimmt hat. Genau, man hat Patienten, die App nutzen und man hat Patienten, die App nicht nutzen. Genau, also innerhalb des ersten Jahres muss die Studie abgeschlossen sein, müssen die Ergebnisse vorliegen. Man kann auch auf Verlängerung, aber theoretisch ist es vorgesehen, dass innerhalb von 12 Monaten das dann eingereicht wird, dass man die permanente Zulassung bekommt. Hallo, Dominik Armini aus der Charité, ich bin Orthopäde und Unfallchirurg, also auch Arzt. Ich habe 2 Fragen, einmal rein technisch wegen den Studien auch. Angenommen, ich will jetzt irgendwie einen DIGA zu Hüftprothesen machen und dann will ich noch die gleiche App mit Knieprothesen. Muss ich dann 2 verschiedene Studien machen oder reicht es, wenn ich eine mache? Und dann an Sie, Herr Kollege, auf der Bühne noch. Sie sind wahrscheinlich auch ein bisschen aktiv innerhalb der HNO-Ärzteschaft, kennen einen Haufen Kollegen. Und wie viele, Sie haben es vorhin schon angeschnitten, andere Kollegen außerhalb Ihrer Praxis nutzen denn jetzt oder verschreiben DIGAs? Also ist es eher ein Randmarkt oder ist es tatsächlich so, dass es so langsam ankommt innerhalb der Ärzteschaft? Und dann wollte ich noch einen kurzen Kommentar zu unserem anästhesistischen Kollegen sagen. Danke für den Kommentar. Ich finde es sehr wichtig, dass die Fachgesellschaften mit einbezogen werden. Ich bin sehr aktiv im jungen Forum für Orthopädie und Unfallchirurgie, was die jungen Orthopäden und Unfallchirurgen angeht. Und es geht nicht ohne diese Fachgesellschaften. Also mein Chef ist da einfach, wenn der sagt, so wird es gemacht, dann wird es so gemacht. Also es ist einfach, Medizin ist hierarchisch gedacht und leider ist es so in Deutschland, also es geht anders. Aber ohne Fachgesellschaften ist es teilweise unmöglich, weil die ganzen Behandlungen vorgeben, was dann jeder andere im Wald- und Wiesenkrankenhaus leider macht. Und das zu durchbrechen ist schwierig. Danke. Ja, dann fange ich mal an. Also, ja, wie gesagt, ich habe mich extra auch noch mal ein bisschen umgehört bei Kollegen. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es aktuell eher noch eine Randerscheinung ist. Also, dass es noch nicht viele verordnen und manchen fällt es vielleicht so ein. Ein Kollege hat mir vorhin noch mal gerade erzählt, so ungefähr, ja, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß und der jetzt immer noch was von mir will, dann versuche ich es halt mal noch mit der App. Aber ich glaube, viel verordnet wird das noch nicht und ich fand auch ganz interessant, also auch in Bezug auf die Fachgesellschaften, wie gesagt, ich habe mit Frau Mazurik vorhin nochmal telefoniert, die Leiterin vom Tinnituszentrum und sie war, wie ich schon angedeutet habe, eher auch kritisch eingestellt, wegen aus ihrer Sicht bisher nicht ausreichender Evidenz. Also die kognitive Verhaltenstherapie hat ja eine Evidenz nachgewiesen, aber eben die App aus ihrer Sicht noch nicht ausreichend und sie unterhält sich ja eben auch mit vielen Gruppen und unter anderem auch mit der Tinnitus-Liga. Und da wurde es, wie gesagt, eher kritisch gesehen. Und was ja schade ist, also gerade wenn es solche Foren gibt,
dass dann halt nicht Vertreter von diesen Apps da auch mit anwesend sind. Also gerade bei der Tinnitus-Liga wäre das ja naheliegend, dass die sich auch intensiver austauschen. Und offenbar hat dieser Prozess auch noch gar nicht stattgefunden. Und von daher glaube ich, dass auch der Austausch mit den Fachgesellschaften eigentlich extrem wichtig ist, wenn man das weiter unters Volk bringen möchte. Ja, Thorsten Mintel von Pfizer. Wir machen ja sonst Arzneimittel, aber seit zwei, drei Jahren sind wir auch im Bereich DIGA aktiv, machen gerade selber eine Studie für einen DIGA-Hersteller, also RCT. In den Bereichen, wo wir uns auskennen, sind wir sehr interessiert, auch zu sagen, passen zu unseren Produkten DIGAs mit dazu. Zum Thema Vermarktung habe ich allerdings einen Punkt. Wir haben uns mal angeschaut, sind eigentlich die vorläufig zugelassenen DIGAs, also mit Evidenz oder ohne Evidenz, erfolgreicher als die dauerhaft zugelassenen, also mit der Evidenz. Da sieht man noch keine Korrelation. Ich glaube, es liegt eher tatsächlich daran, wie es, um es mal pharmatechnisch zu sagen, der Werbedruck oder wie, ne, was du sagtest, die Frequenz, wie häufig kommt da jemand. Und da würde ich die DIGA-Hersteller einfach mal auffordern, diese Vermarktung mitzudenken, beziehungsweise sich auch frühzeitig mal in diesem Markt umzuschauen, wie aufwendig ist das eigentlich? Wir haben über 60.000 Hausärzte, das nur über LinkedIn zu vermarkten, könnte knapp werden an der Stelle. Und da tatsächlich diese Mühe zu machen, was du sagtest, man erwartet allein von den Arzneimittelherstellern schon 4-5 Mal im Jahr, dass man informiert wird. Wie kann man das denken? Und auch ruhig auf Arzneimittelhersteller zugehen. Ich würde jetzt gar nicht mal Pfizer nur sagen, sondern auch MSD, Novartis, Bayer, alle sind offen, oder zumindest mal mit Rat und Tat zur Seite zu stellen, weil wir glauben sehr stark, dass diese DIGAs einen Beitrag als Ergänzung zu den Arzneimitteln leisten könnten, wenn ich an viele Indikationen denke. In der Onkologie gibt es etliche DIGAs und manche Firmen haben ein großes Onkologie-Portfolio. Da wird das schon immer mitgedacht, aber man muss auch in Kontakt kommen an der Stelle. Und dann klappt das vielleicht auch, dass wir mehr als 4-5% der Ärzte motivieren können, sich diesem Thema zu öffnen. Würde ich vielleicht auch noch eine ganz kurze Anmerkung machen wollen, weil das auch noch vorhin eingefallen ist. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel auch kleinere Startups sind, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, viele Praxen zu besuchen. Und dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, sich einzelne Praxen rauszusuchen, die auch eine gewisse Nähe dazu haben und mit denen dann intensiver zu arbeiten und vielleicht wirklich was aufzubauen, so dass man von dort aus dann weiter vorgeht sozusagen. Noch ganz kurz, der zweite Teil der Frage war noch nicht beantwortet. Eine DIGA muss ja auf eine gewisse Krankheit sich beziehen und da sagt das BfArM, allgemeine R- oder Z-ICDs sind nicht ausreichend, das müssen die spezifischen ICDs sein, die dann eben für diese eine Krankheit oder diesen Teilprozess dann eine Lösung finden. Dann muss die DIGA ja einen medizinischen Nutzen oder einen positiven Versorgungseffekt haben. Das ist dann festgelegt. Dafür braucht man dann eben mit die Studien und das beweist man dann. Und dementsprechend setzt sich das System ja zusammen und darauf muss auch alles ausgerichtet sein. Daher zu allgemein kann die DIGA nicht sein, weil wie gesagt keine R- oder keine Z-Diagnose und damit ist man dann schon meistens in sehr, sehr spezifischen Fällen, dann eben einen sehr kleinen Wirkungsgrad oder einen sehr spezifischen Behandlungspfad vorsehen. Und auch mit der vorläufigen Zulassung hat man Evidenz, das musste ich noch kurz sagen. Martin Kremser, ich hatte vor 2 Jahren mal mit dem Thema DIGA zu tun. Damals gab es also in Mannheim, und gibt es immer noch, ein renommiertes Institut von einem Professor, der bei der DIGA-Einführung Angebote oder Dienstleistungen erbracht hat. Magst du was zu der DIGA-Factory in der Einordnung zum Wettbewerb sagen, wo ihr da schwerpunktmäßig steht? Also ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, einen ärztlichen Fachmann anzusprechen. Also der war für mich als am wenigsten innovativ im Hinterkopf besetzt. Also vielleicht mal im Vergleich zu diesem Institut in Mannheim, DIGA Factory, wo steht ihr da? Genau, es gibt natürlich viele Beratungen, Institute, die inzwischen auch DIGAs begleiten. Das ist ja als neues Geschäftsfeld
Feld entsteht oder als neues Feld, ist ja auch spannend, neue Themen mitzugestalten. Und ich glaube, alle, die sich in das Thema einbringen, sind davon überzeugt, dass DIGAs auch einen Mehrwert haben und wollen dazu beitragen. Was wir als DIGA Factory machen, ist jetzt eben nicht nur die Begleitung der Studie, sondern wir gehen das ganzheitlich an, haben auch Partner in anderen Bereichen, beispielsweise in der Entwicklung, weil wir nicht selber entwickeln. Wir partnern aber auch mit anderen Instituten, beispielsweise dem Jona-Institut, wenn es dann um die Evidenzkonzepte geht oder um Studien und haben auch andere. Also wir sind da offen, wir sind da auch partnerschaftlich mit anderen unterwegs. Und ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir eben das gesamte Feld von der Ideenkonzeption bis dann zum erfolgreichen Marktbestand oder Marktteilnahme abbilden und sonst auch mit den anderen zusammenarbeiten. Eckhard Endrowert nochmal. Ihr hattet vorhin zwei Themen angesprochen. Erstens, dass es ein Kontinuum gibt von, sagen wir mal, Wellness in den Therapiebereich oder Vorbeugung in den Therapiebereich. Zweitens, dass es Firmen gibt, die die Entscheidung treffen, sich gar nicht als DIGA anzumelden, weil sie glauben, dass der Cashflow am Anfang so nicht zu erreichen ist und sie einfach, ich unterstelle mal, nicht lange genug überleben würden auf diese Art und Weise, um den Erfolg zu sehen. Wenn ich eine DIGA baue, die tatsächlich eine direkte therapeutische Wirkung anzielt, kann ich die medizinrechtlich überhaupt ohne diese Zulassung auf den Markt bringen? Nicht unter dem Namen DIGA, dafür muss man natürlich beim BfArM im DIGA-Verzeichnis auch gelistet sein. Und nur wenn man im Verzeichnis gelistet ist, dann bezahlen das auch die Krankenkassen. Daher nein. Also das stimmt. Die Frage ist, ob man damit erfolgreicher unterwegs ist als dann doch mit der DIGA, die ja doch immer bekannter wird. Aber klar, man kann natürlich da einfach eine Digital Therapeutics Lösung auf den Markt bringen und sagen, wir machen Selektivverträge mit Krankenkassen, dass die das bezahlen. Wenn eine dabei ist, machen das vielleicht die anderen. Juristisch schon. Genau, also man braucht die Medizinproduktezulassung, bevor man DIGA werden kann. Das prüft das BfArM auch nicht, das ist gegeben. Und ansonsten Medizinprodukt, wenn man die Zertifizierung hat, muss man sich juristisch auch an Regeln halten, wie man die auf den Markt bringt, zu welchen Konditionen. Aber wenn man das alles erfüllt, dann kann man das. Man darf es dann trotzdem, würde ich sagen, juristisch nicht DIGA nennen, aber man nennt es dann anders. Genau, also ja. Die DIGA ist eine Abrechnungsform, was juristisch wie wo passiert. Und gerade wenn du sagst, du greifst in die Therapie ein, dann bist du auch Medizinprodukt der Klasse 2b oder 3 und du bist nicht nur begleitend unterwegs. Und da musst du juristisch dann vorsichtig sein, was du den Patienten und den Ärzten da erzählst. Ich habe auch noch eine Frage. Ich möchte meine Frage noch stellen. Genau. Weil ich habe noch eine Frage, weil es mir eben aufgegangen ist, ja, bei dieser ganzen Diskussion, was ist ein Nutzen, ja, auch Gabriel, was du erzählt hast, was ist ein gefühlter Nutzen, was ist Evidenz? Wir kommen ja irgendwie mit diesen ganzen digitalen Tools, ob es nun DIGA ist, in so ein Feld rein, wo es total wichtig ist, wie Patientinnen und Patienten das wahrnehmen, wie die das erleben. Und das sehen wir ja heute, hier sind ja einige Pharma-Leute im AMNOG-Verfahren bei einer Nutzenbewertung, ist ja völlig egal, wie nutzerfreundlich das ist. Das hat keine Relevanz. Ob ich dreimal die Woche zu einer Infusion muss oder ob ich einfach eine Tablette nehmen kann, hat in der Bewertung irgendwie kaum eine Relevanz. Und ich glaube, die Diskussion ist ja oft, okay, es muss super evident sein, aber das bringt ja überhaupt nichts, wenn so eine App nicht nutzerfreundlich ist, wenn die nicht, wie du jetzt gesagt hast, die muss irgendwie cool sein, die muss eigentlich mithalten können mit WhatsApp, keine Ahnung, was du benutzt, ja, TikTok, I don't know.
Und das ist ja eine ganz neue Erkenntnis, die sich im Gesundheitswesen ja auch auf der Herstellerseite so langsam so ein bisschen breit macht. Und da würde mich einfach nochmal interessieren, wie ihr das bewertet. Kommen wir da in eine Bewusstseinsbildung im Gesundheitswesen oder ja, wie wird das bewertet und wie sind da die Learnings? Super Frage. Deswegen finde ich DIGAS auch so spannend, weil sie für mich wirklich so eine Änderung des gesamten Systems hoffentlich mit vorantreiben. Nicht die einzige, aber ja, derzeit haben wir doch eigentlich ein Krankheitsverwaltungssystem und eigentlich sagen wir, es ist ein Gesundheitssystem. Und der Patient, der Bürger ist in vielen Sachen einfach außen vor oder konsumiert seine Gesundheit, seine